Ich bin so aufgeregt, Danny. Ja? Ja. Weil? Ja. Weil wir so an so einer Selbsttanke stehen. Oh, dürfen wir gar nicht, glaube ich, zeigen. Egal. Nee. Warum bist du aufgeregt? Ja, wir machen heute mal was ganz, für unsere Verhältnisse mal was ganz Aufregendes und auch relativ, wie soll ich es jetzt nennen, Kevin? Aufwendig, ja, oder? Definitiv. Wir fahren nämlich von der Firma die 150 Meter bis hier und fahren tanken und nehmen das einfach mal mit. Ne? Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Ciao. Also, ich will eigentlich gar nicht so viel hier draußen erzählen, weil es ist relativ frisch und wir haben so viel Zeit im Auto gleich. Aber um es kurz zu nennen, wir fahren nach Berlin. Juhu! Final Destination, Berlin. Bitte rechts abbiegen. Wir fahren nach Berlin. Ich habe einen Geschäftstermin morgen und da wäre ich eigentlich ganz früh morgens hingeflogen und nachmittags zurück. Und da habe ich mit Kevin gesprochen, vor 2 Wochen ungefähr. Ja? Ich sage, Kevin, was hältst du davon? Wenn wir nach Berlin fahren, wir tanken unseren M55 Diesel komplett voll, der ja, wie hoffentlich viele wissen, schon seit gut einem Jahr mit weit über 500 PS durch die Gegend donnert. Du kommst mit und wir schauen jetzt einfach mal unter den normalen Umständen. Also wir werden jetzt nicht rasen, wir werden jetzt nicht irgendwie total auf den Spritverbrauch achten und halten uns halt wirklich an die Vorschriften, sprich wenn 100, 120 ist, dann fahren wir auch wirklich 120. Aber wenn frei ist, fahren wir, sage ich mal, alles zwischen 150 und 170. Ja, ja. Also wir rasen jetzt nicht, wir ballern jetzt nicht nach Berlin, weil das macht keinen Sinn. Kostet nur vielleicht einen Führerschein. Das Ziel dieses Videos ist, zu zeigen, wie lange brauchen wir nach Berlin und wie viel Sprit braucht so ein M55 Diesel optimiert noch mit 2 Leuten. Es werden in 277 Kilometer 3 Leute, weil wir holen unseren guten Freund und Kupferstecher Jörg Rode ab. Der hat das mitbekommen, dass wir dieses Video planen. Er hat gerade frei. Es liegt auch auf dem Weg. Es sind 60 Kilometer Umweg. Also wir haben 620 Kilometer, glaube ich, bis Berlin, wenn wir jetzt direkt fahren würden. Jetzt haben wir 680 Kilometer, wenn wir bei ihm da in, der fährt da ganz hinten hinterm Arsch der Welt, ich glaube Fritzlar, Kasseler. Ne? Dazu kommt, dass der Kevin noch nie in Berlin war. Genau, richtig. Ziel ist es Brandenburger Tor. Ne? Genau. Tanken dann direkt an der Brandenburger Tor, laut Maps, 900 Meter davon ist eine Tankstelle, da tanken wir nach. Und wir haben jetzt voll getankt mit 69,65 Liter. Ne? Genau. Und dann schauen wir einfach mal, was der Bordcomputer für den Durchschnittsverbrauch errechnet und was wir wirklich nachtanken. Um einfach mal zu zeigen, im Jahre 2019 mit einem optimierten M55 Diesel, was hast du eigentlich an Verbrauch? Und ich glaube, das wird uns und auch die Zuschauer bestimmt überraschen. Und wie gesagt, für die, die jetzt wieder sagen, ja, aber ihr tankt und macht und tut, also wir, die Leute, die, also es ist ja immer so, du hast immer auch Leute dabei, die glauben einfach nichts, denen werden wir nie helfen können. Wir fahren so, als würden wir wirklich ohne dieses Video, ohne auf den Spritverbrauch zu achten, wir fahren einfach nach Berlin. Und den Punkt, bevor ich ihn vergesse, habe jetzt wieder viel geredet, ich habe dieses Video auch mit dem Jörg, wo ich ja immer sagen muss, der Jörg Rode ist ja unsere Muse, ne? Er hat ja eigentlich, er hat gesagt, Danny, ihr müsst YouTube-Videos machen, vor knapp einem Jahr. Und nur deswegen haben wir das überhaupt angefangen und mit ihm bespreche ich oft Sachen und sage immer, was hältst du davon? Oder der Kevin, du sprichst ja auch viel mit, du kennst ihn ja viel länger, als ich ihn kenne, ne? Weil ihr habt zusammen gearbeitet bei Alles, was geht. Ne? Alles, was geht, habt ihr zusammen gearbeitet. Also du hast da gearbeitet, jetzt bist du wirklich mal angekommen, da wo genau, man ankommen möchte. Genau, und Oton Jörg Rode, ey, wer so ein M55 Diesel fährt, der guckt doch nicht auf den Spritverbrauch. Dö. Stimmt nicht. 30-40% der Kunden in jeder E-Mail. Wie ist denn das mit dem Spritverbrauch? Und das habe ich dem Jörg dann auch mal gesagt. Sagt er, echt? Sag ich, ja klar. Jeder möchte so ein Auto machen. Also wenn man sich so ein Auto gönnt oder dann sagt, ich hole mir jetzt einen M55 Diesel, damit toleriere ich ja nicht automatisch 15 Liter Durchschnittsverbrauch. Da hat er sich gewundert. Aber ich konnte es ihm belegen. Ich habe ihm so ein paar einfach mal Screenshots geschickt. Sag ich, guck hier. Die letzten 6 Anfragen, 4 davon haben gefragt, wie verändert sich der Spritverbrauch?
wir machen das Video jetzt einfach, ne? Weil wie gesagt, Kevin will Berlin sehen, ja. Ich habe einen Geschäftstermin, du nimmst den Ruder an die Hand heute Abend und morgen. Genau. Und hat eigentlich nur Vorteile und ich hoffe, euch interessiert es. Und dann gucken wir mal, wenn wir dann in Berlin irgendwann ankommen, wie unsere Stimmung so ist, ne? Also, weitermachen. Wir sind im Wuppertal, hier ist 100, wir fahren 135. Ja. So, runter, auch ganz kurz nur. Wir sind bis jetzt 90 Kilometer gefahren, haben immer noch eine Restreichweite von 853 Kilometern. 6,6 Liter, das kann aber nicht sein. Boah, brutal. Das ist schon gut. Wir sind gut unterwegs, ne? Ja, aber wir standen auch noch nicht im Stau. Wir standen noch nicht im Stau. Wir sind mega durch Köln durchgekommen. Ja, ja gut. Wir sind gerade mitten in Wuppertal und ich denke immer, ganz gut in der Zeit, ganz gut hier. Es ist echt wenig Verkehr, toi toi toi. Weil wir wollen natürlich auch ankommen. Und wir haben noch 180 Kilometer bis zum Burger King, wo wir unseren Dr. Jörg Rode treffen. Ne? Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Habe ich erwähnt, dass ich keinen Führerschein habe? Nicht schlimm. Na, wir haben jetzt gerade mal getauscht, weil ich habe ja auch immer die Aufgabe, die Software zu machen hier bei uns im ganzen McChick-Decare-Netzwerk. Und jetzt darf der Kevin, jetzt muss der Kevin mal fahren, weil er fährt eigentlich keine Autos ohne Schubabschaltung. Ne? Genau, Diesel schon mal gar nicht. Und ich tue jetzt mal so ein bisschen hier arbeiten, ne? Also, wir haben noch, aber wir sind ja gar nicht so viel weitergekommen wie vorhin, ne? Noch 140, 150 Kilometer bis zum vereinbarten Treffpunkt mit dem Herrn Jörg Rode. Champagner. Ja, ja, ist schon. Ach so, du wieder, ey. Alter, ich hab Durchfall schon die ganze Zeit. Das ist nicht lustig. Nee, ich weiß. Ich wollte morgen schon dreimal auf Toilette. Was ist denn los? Hast du was Falsches gegessen? Ich brauche jetzt erstmal ein Crispy Chicken. Da ist so viel Antibiotika drin. Da geht's mir du brauchst ein gutes Berliner Kindle. Boah. Cheeseburger. Wie weit wohnst du von hier weg? 20 Kilometer. Echt? Mhm. Ich habe die alle mit extra Käse bestellt, dann machen die frisch. Was sagst du? Die letzten, voll auf. Glaubt euch doch kein Mensch. Glaubt auch keiner. 6,3 Kilometer, also unverschämt, 6,3 Liter auf den letzten 275 Kilometer. Unseriös. Hättest du auch gerne mit deinem Vierzylinder, ne? Glaubt euch eh keiner. Ja, ist krass. Als ich das Video damals gemacht habe, hat das keiner geglaubt. Ja. Und da waren 7,5. Also niemals. Durchschnittsgeschwindigkeit 110. Auf der Autobahn, ja, muss man hinkriegen. Wir sind nicht langsam gefahren. Ist nicht schlecht, oder? Uh-uh. Na, wie gesagt, 385 Kilometer von hier bis zum Brandenburger Tor. Top, ne? Möchten die Herrschaften was trinken? Oh, du bist ein Schatz. Habt ihr denn heute Morgen auch schön so gezeigt, wie ihr tankt und so? Und ja, sogar ein Tankstand an der Tankzapfsäule. 65, nee. Nee, 69. Schon fast 69, ja, fast 17. Voll. Und auch den normalen Diesel und nicht den Super Ultimate Diesel? Normal Diesel. Ja, ich meine. Wir sehen ihn nicht bei euch hier beim Schickimicki. Bei uns gibt es auf der Eifel gibt's nur den normalen Diesel. Ja, aber das sind dann so Argumente. Ja, welchen Diesel habt ihr getan? Kannst du euch mal den Leuten Hallo sagen? Hab ich doch. Also, du hast gesagt, du hast Durchfall. Oh. Das war eine Begrüßung. Alle so, wir haben dich so richtig angepriesen, so jetzt kommt der Jörg und dann geht der rein, alle sitzen davor und sagen, ja geil, Jörg kommt. Und das läuft ja. Ich hab Durchfall. Ach so, ohne Vorwarnung hier einfach. Ja, du bist doch Schauspieler. Ja, hi. Ich hab ja, als ich das Video zu dem Auto gemacht habe, ja. Da habe ich ja auch erzählt, hier, ich bin Berufspendler und einfach nur mal um zu gucken, was das Auto verbraucht, wenn man so ganz normal, wenn ich so ganz normal meinen Stiefel fahre, so 160, ich bin auch mal 220 gefahren, ja. Bin dann Stadt gefahren in Köln, aber es hat keiner geglaubt.
Du hast aber einen Verbrauch von 7,5 oder so. 7,5. Sieht man, ich weiß, ich denke, wir werden jetzt auch gleich nochmal hochkommen, aber selbst wenn wir 7,5 schaffen, das ist ja nichts. Das ist für ein 520 PS Auto ist das echt gut. Und wir sind nicht denn echt langsam gut, das ist brutal. Ich glaube, wenn du es richtig provozieren würdest, wollen würdest, ja, mit Vorausschauen fahren, wirklich 120, 130 fahren, fährt aber ja kein normaler Mensch, fährt von uns in der Voreifel bis nach Berlin mit 90 auf der freien Autobahn. Macht ja keinen. Nein. Aber wenn du es theoretisch provozieren würdest, kommst du nochmal einen guten halben Liter locker. Und 0,6, 0,7 Liter kommst du nochmal runter. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon geil. Wahnsinn. Das ja, ist geil. Voll. Das ist ich bin ja, ja, ich bin ja vom ersten Moment an Riesenfan von dem Auto aus genau solchen Gründen. Ich feiere das Auto ja hart. Weißt du ja. Hammer. Das war sogar mal 160, weil wir wollen ja nochmal ankommen. Ne? 275 Kilometer. Ich denke mal kurz vor Berlin. Ne? Gehen wir nochmal online. Ne? On the line. Mal sehen, was kennst noch so on passiert. Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Kilometer noch, 40, 45 Kilometer vor unserem Brandenburger Tor. 46 Kilometer, habe ich gesagt, 16.52 Uhr sind wir da. Ich mache leise, hast du recht. 6,5 Liter Durchschnittsverbrauch. Alter. Da fährst du Mist. Wir fahren, was kommt nach Berlin? Was kommt nach Berlin? Ja, oder? Du musst ja nachgucken. Ja, weißt du es denn? Ja klar, aber ich will es dir nicht sagen. Oder? Meppen. Also vom Spritverbrauch sind wir recht gut dabei, haben wir schon ein paar Mal gesagt jetzt. Wir sind gut durchgekommen. Der Jörg hat Spaß. Ne? Ich werde andauernd niedergemacht hier. Niedergemacht, ja. Hauptsache ihr kommt pünktlich ins KDW. Ja. Ja, der Jörg. Na gut, 6,5 Liter, das glaubt einem noch keiner. Das glaubt auch keiner. Nach 3 Kilometern rechts abfahren. Man könnte denken, wir hätten irgendwie irgendwas gemacht, aber... Glaubt keiner. 6,5 Liter, ich bitte dich. Ich find's gut. Ja, krass. Wo sind wir? Berlin. Direkt hier. 2 Querstraßen vom Potsdamer Platz und Brandenburger Tor. Wir sind jetzt 655,7 Kilometer von Tankstelle zu Tankstelle gefahren. Und laut Boris Computer haben wir 6,5 Liter nur verbraucht. Dem glauben wir jetzt einfach mal, aber wir rechnen es jetzt nochmal nach. Was haben wir? Wir haben vollgetankt, ne? Ist ja eigentlich egal, was wir vollgetankt haben, weil wir tanken jetzt auch nochmal voll. Und dann mit der Jörg, weil das ist ja unser Mathe-Ass, nochmal kurz ausrechnen, was haben wir wirklich verbraucht und stimmt der BMW-Computer? Ich hätte nicht gedacht, dass da eine 6 vorne steht und ich hoffe, dass sie auch davor steht, dass BMW sich hier nicht verkalkuliert mit ihrem Bordcomputer und errechneten Werten, aber das ist schon eine Ansage, oder? Definitiv. Wir sind zügig gefahren, ich meine, wir hatten wirklich keinen Stau, selbst jetzt in Berlin ging das einigermaßen nach 5 Minuten. Hast du das Klacken gehört? Mhm. 42,89. Ja. 42,89. Komm, ich kipp noch ein bisschen nach. Komm. So, ist jetzt dreimal nachgeklackt. 43,9. Und kommt schon oben raus. 655,7 Kilometer, 43,97 Liter. Er rechnet es aus, aber jeder andere kann es ja auch, oder? Wie viel haben wir getankt? 43,9. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? 655,7. Jörg hat nachgerechnet. Bordcomputer hat 6,5 gesagt. Der Bordcomputer hat 6,5 gesagt, ja. Und, nach meinen Hochrechnungen waren es 6,69. Bevor das jetzt noch hier weitergeht, weil wir werden bestimmt mittlerweile alle ein bisschen müde, ne? Der Kevin, der ist jetzt so in Trance und freut sich aufs Berliner Nachtleben. Ja. Und der Jörg erst. Ne? Wir bedanken uns alle recht herzlich, dass ihr uns begleitet habt in die Hauptstadt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nicht in der kompletten Konstellation, aber
Hier, Kevin und ich sind ja wieder am Start. Und der Jörg, mal gucken. Na Jörg? Ja, jederzeit parat. Parat. Tschüss.